Hallo liebe Retro-Freunde, ich habe euch wieder ein paar Eindrücke mitgebracht und zwar vom Marburger Stammtisch im Februar. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich habe ja da schon das ein oder andere Video dazu gezeigt. Das ist eben ein Treffen, wo sich verschiedene Retro-Interessierte mit ihrer Hardware zusammensetzen und ein bisschen Spaß miteinander haben, sich austauschen, zusammen spielen, klönen und so weiter. Es ist in der Regel immer relativ C64-lastig, aber man sieht auch sehr, sehr viele andere Kuriositäten, die man vielleicht noch nie so in seinem Leben gesehen hat. Und ich hatte mich da mit einem der Retro-Freunde verabredet, der auch ein Amiga CD32 hatte. Das habe ich nämlich auch mit an Bord. Der hat sich da jetzt auch ein bisschen drum gekümmert, weil er es bei mir gesehen hat, hat da jetzt eine Turbo-Karte eingebaut, hat eine Kompakt-Flash-Karte eingebaut und sich die Workbench draufgeladen. Da wollten wir uns ein bisschen dazu austauschen und ich hatte neben meinem Amiga CD32 noch meinen Shuttle-PC mit der Voodoo 3-Grafikkarte dabei. Das ist ja so mein ständiger Begleiter jetzt auf dem Retro-Stammtisch. Da habe ich so PC-mäßig so ziemlich alles dabei, was man so aus dieser Zeit dabei haben kann. Und ich hatte noch meine Sega Dreamcast auch mal mit eingepackt, mal was Neues. Da gibt es den einen oder anderen schönen Arcade-Titel und ich habe mal die Tastatur und die Maus dazu mit eingepackt. Das gibt's ja bei der Sega Dreamcast und dann haben wir da mal eine Runde Unreal Tournament und Quake drauf gespielt. Also sehr, sehr nett, was so eine Konsole da auch leisten kann. Mein neues Equipment habe ich auch mit dabei gehabt. Ich habe noch mal ein bisschen umgestellt, mir so einen kleinen Monitor gekauft, 11,6 Zoll und so einen Mini-Beamer oder Kurzdistanz-Beamer, so wie ihn auch der Tobias schon hatte. Da habe ich bei ihm ein bisschen gespickt. Und der Tobias hat in der Zeit, wo wir da waren, dann einfach mal kurzerhand Sonic auf seinem C64 durchgespielt. Anderthalb Stunden, dann hat er irgendwie den Congratulations-Bildschirm da vorne auf seinem Beamer gehabt. Sehr, sehr gute Leistung, wahrscheinlich einiges mehr an Skill als das, was ich jetzt aufbringen könnte. Dann gab es einen MSX zu sehen. Also es sind ja auch Geräte, die man jetzt heutzutage kaum mehr antrifft. Also es gibt dann immer so ein paar nette Dinge, die einem dann auffallen. Umgebaute C64, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, es ist relativ C64-lastig. Aber ich würde jetzt einfach mal nach diesem längeren Vorwort, was da auf euch zukommt, einmal die Bilder wirken lassen. Einfach mal die Eindrücke für euch vom Retro-Stammtisch aus dem Februar des Jahres 2022 und es geht wie immer direkt los nach dem Intro. Viel Spaß damit! Und eine Sache habe ich doch noch vergessen, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, wie sowas Wellen schlagen kann. Der Stefan mit dem Amiga CD32 hat Katakis ausprobiert und hat's so gar nicht auf die Kette gekriegt und sofort hat jeder auf seinem System Katakis ausprobiert auf dem C64. Ich habe es ausprobiert auf dem Amiga CD32 in der Amiga 500 Version und ja, wir sind alle recht schnell gescheitert. Hat dann mal gezeigt, wie schwierig das Spiel ist. Ich glaube sogar, dass es der Markus dann auch auf seinem MSX ausprobiert hat. Also wir haben dann alle mal Katakis ausprobiert, aber das ist und bleibt definitiv ein schwieriges Spiel, egal auf welchem System. Ich glaube, ein bisschen einfacher war es auf dem C64, sagte zumindest der Tobi. Aber jetzt mal los mit den Eindrücken. Thank you.
Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre. Zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Game kommen, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.